Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Showdown mit mir, dem Terminus. Wir starten hier mit dem Thumbnail, weil ich nicht weiß, ob ich die Folgen einfach so reinschneiden will, wie ich die Kämpfe aufnehme. Ich schneide jetzt immer ganz schöne Kämpfe rein, mache die Folgen ein bisschen länger, weil nur zwei wöchentlich kommen. Und ich hoffe, das gefällt euch so. Schreibt einfach mal in die Kommentare und ich entlasse euch jetzt in die Folge. Viel Spaß beim Kampf. Und da sind wir auch schon im ersten Kampf. Ich hoffe, das Intro war soweit nicht so kacke. Wir sind im Gegnerteam. Oh, Diancie, Despotar, Fiaro, Stalobor, Azumarill und Keldeo. Toll, die Pokémon, die ich... Naja, das Fiaro kann ich mit Rotom wegmachen. Und ich bin gescarft, was heißt, dass eine Wasserdüse von Azumarill kommen kann. Schicken wir mal Aero raus. Das ist soweit okay, wenn das jetzt nicht speziell ist mit einem Flammenwurf oder so ein Shit. Sollen wir das Steinchen tauschen? Komm, wir tauschen Steinchen. Ich bin schneller. Es ist speziell. Das hat mir aber wenig Schaden gemacht für so ein spezielles Viech. Ja gut, wenn du speziell bist, habe ich Tsunami. Also, ich weiß. Ich war schneller. Du Hure. Ja, frisst Rocky Helmet. So geht das ja nicht. Ich muss mal die Musik auf meinem Öhrchen lauter machen. Ja, ich würde sagen, ich kann nicht auf Dragon Tail gehen, weil du eine scheiß Fee hast. Zwei Feen! Ich scroll dir einfach und hoffe auf irgendeinen Burn, auf irgendwas und ich starte den Timer, weil ich... will, dass das losgeht und ihr seht das ja gar nicht. Seht ihr die Maus? Nein, aber ihr seht das. Komm, nicht verbrenne ich. Guck mal! Ja, los geht's. Was er nicht weiß, ist, dass ich ein blödes Arschloch bin, das Dragon Tail einsetzt. Tschüss. Raus kommt Fiaro. Jetzt könnte Fiaro auf seine Feuerattacke gehen, was nicht so geil wäre. Aber ich würde sagen, Cookie hält alles aus. Und ist scuffed. Dann gehe ich selber auf die Feuerattacke wegen dem Stahlbau, das reinkommen kann. Vielleicht. Ich will nicht scuffed Elektroattacken einsetzen, dann dumm dastehen. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Ich darf jetzt nicht auf Will-O-Wisp gehen, weil das ist nicht cool, weil du kriegst Magic Bounce, oder? Soll ich auf Overheat gehen? Kann Overheat verbrennen, la 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 la, nein, kannst nicht. Hm, scheiße! Geht er jetzt ins Stalobor oder frisst er den Walls, er frisst den Wall Switch? Ja. Oder frisst, ja. Du bist so scheiße schnell, was soll ich denn dagegen machen? Ich kann nicht unbedingt in Opa-Gicht gehen. Und Milotikas ist auch gerade nicht so geil mit der ankommenden Steinattacke. Du hast Erdbeben, bist aber leider nicht gescarft. Fuck. Nicht so cool. Nicht so cool. Aber den Diamond Storm halten wir aus. Und gehen auf Erdbeben. Kann jetzt frei in Fiaro wechseln, aber mir scheißegal, ich will das Diancie nicht im Feld haben. Nein! Du Arschkopf! Egal, gib mir ein Opa-Gicht. Scheiße, das war nicht cool. Ja, Mama, was mache ich jetzt? Knock-off für alles, was reinkommt. Ich hoffe, es kommt nicht Diancie rein. Okay. Damit ist schon mal Assault West weg. Okay. Gehst du jetzt auf die Wasserattacke? Oder auf die Feenattacke? Ich weiß es nicht. Wasser würde mich jetzt ziemlich zerstören. Bitte geh nicht auf die Wasserattacke, dann sind wir Freunde. Geh mal nicht auf die Wasserattacke. Das ist mein Freund. Das Bild ist jetzt, Aquachat wird kommen und mich töten. Da war irgendwo zu erwarten, Mama. Hallo, ich bin Kumula. Mega Dragonet, warte. Deine Feenattacke ist trotzdem effektiv, oder? Fuck, das habe ich vergessen. Bin ich schneller? Ich bin jetzt schon schneller. Hau rein. Leute, hat gar nichts gemacht. Da gar nichts gemacht, was? Ich hätte in Drill gehen sollen. Wobei ich jetzt die Wasserattacke abfangen muss und hoffen, dass es klappt.
Ich hätte in Drill gehen sollen. Das war dumm. Das war dumm. Dabei habe ich noch gesagt, ich will nicht die blöden Kämpfe reinnehmen. Bilderkampf incoming. Ich will nicht, dass du so schnell bist. Das finde ich nicht, ist so geil. Tsunami ist leider jetzt zu langsam, um wirklich recovern zu können. Lol, okay, ich bin im Arsch. Verstehe. Hallo, ich bin Opa Gicht. Knockpunch. Ja, ich habe die Assault West, aber das Ding wird mich doch fertig machen, das ist ein Mega-Pokémon. Okay. Mein Special Attack geht runter, lebe ich mit. Das ist interessant, und wenn er Despota reinholen würde, könnte ich leben. Aber das will er nicht. Hallo. Warte, Rocky Helmet. Warum kriegt er Defense Burst? Wo sind wir? Ach, er hat vorhin gerapid spin. Fuck. Aber ich habe sein Talent Flame besiegt. Oh, warte, habe ich gar nicht. Ja, er schreibt GG, weil mein Mach Punch ist langsamer als sein Brave Bird. Nice. Okay. Cool. Okay. Ja, dann. Wir sehen uns gleich im nächsten Kampf. Und da sind wir im zweiten Kampf und wir sehen wahrscheinlich Mega Xerox, Keldeo, Hypoteros, Boreos, Tier, Latias, Shiny und Pixie. Musik geht, okay, habe mich gerade gewundert. Womit startet man da? Du bist gescuffed und hat diesmal nur einen Boden-Pokémon dabei. Hallo. Lucius. Das klingt cool. Aber du machst mir Angst. Kann ich auf Sacred Sword... Nee, er geht jetzt auf die Wasserattacke. Kann ich dich ausschalten mit... Komm, verbrenn mich! Aber ich will brennen! Das war ein Crit, natürlich. Das heißt für mich, meine Gatzen aktiviert, alles ist geil. Mag Punch, weg die Scheiße. Kannst du ruhig deine Fee rausbringen. Ich bin fröhlich mit dem, was passiert ist. Not Gengar. Bin ich nicht, keine Sorge. Ich brenne schön. Das ist total okay. Soll ich in Drill gehen? Das ist halt gefährlich. Ich habe gelernt, ich darf nicht in Cumula, weil Feen sind gay. Ich kann aber auch nicht wirklich irgendwas machen. Ich könnte Not Gengar den Scarf geben. Und das mache ich hier. Du Hure. Aber ich bin gescarft. Und ich gehe auf Overheat. Genau deswegen. Happy Hippo kommt raus. Und bam. Manchmal bin ich schon glücklich mit den Sachen, die ich mache. Dann gehen wir jetzt in Aero. Tschüss. Kriegen die Stealth Rocks. Aber ganz ehrlich. Da. Selber. Regenerator. Was machst du jetzt? Kannst du eine Feuerattacke? Oder die Fox, du? Verpiss dich. Eskal Heatwave. Verpiss dich. Das ist nicht cool. Nee, du gefällst mir gerade nicht. Was machst du jetzt? Du sagst, scheiße, vor mir steht Tsunami. Das machst du jetzt. Tsunami frisst das. Was willst du? So, die Frage ist jetzt, recover ich oder kick ich mit Dragon Tail jedem Pokémon im Arsch, das jetzt gleich rauskommt. Auf die Gefahr, dass Soli wieder reinkommt und ich nochmal einen vollen Ding raus in die Fresse bekomme. Ich recover. Safe ist safe. Lucius gefällt mir nicht. Verpiss dich. Gehst du auf die Wasser... Das ist nicht cool. Wir gehen aufs Gold. Das muss weg. Das mag ich nicht. Brenn, bitte. Danke. Damit hat dieses Keldeo sowohl meine physische Verteidigung hier gemacht, als auch meinen physischen Angriff bei Ding. Ich gehe nochmal aufs Gold. Ich muss. Und da geht ein Pixie. Kein Problem. Ich frag mich nur, was will mir dieses Pixie?
Was tut es mir an? Ich gehe jetzt in Drill und mache einen Poison Jab. Hallo. Es kam minded. Das ist okay, weil ich bin schneller. Und Poison Jab dir in die Fresse. Und das reicht nicht. Moonblast? Ich habe die Frage. Bist du dämlich? Und jetzt Rapid Spin. Guck mal, was ich kann. Hui! Das findest du jetzt nicht geil. Das findet er jetzt nicht geil. Aber was macht er jetzt? Ein Erdbeben? Weil ich habe Cookie. Warte, wie viel Schaden habe ich vorhin gemacht? Cookie, 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 Happy Hippo, Stealth Rocks, Happy Hippo, Stealth Rocks. Cookie Overheat. 55%! Los, Cookie. Das freut mich. Das ist nicht cool. Aber schon mal überlegt, ein Scarfed Happy Hippo zu spielen. Oh oh. Du bist doch mega, oder? Das ist mega. Und ich habe einen Scarf. Und das ist jetzt scheiße. Ich hoffe, dass Aero nicht zu hart in die Fresse bekommt jetzt. Hi. Es bekommt zu hart in die Fresse. Aber ich habe immer noch ein fucking Scarf Rotom. Und das kann jetzt sagen: Fuck you! In was wechselt er jetzt rein? Soli. Ja, fick dich, Soli. Tschüss. Ich habe immer noch Tsunami. Hallo! Soll ich recovern? Ich recover, weil er jetzt ein Draco einsetzt? Fragezeichen. Er defogt. Du Arschkopf. Egal, welches deiner Pokémon will den Eisstreif fressen. Keldeo könnte dran verrecken. Recover. Ice Beam. Und es macht nicht ansatzweise genug. Ja, dann setze ich mal Dragon Tail ein. Psyshock. Ja, zum Glück bin ich verbrannt. Dann macht das natürlich gar nicht so viel. Hi, mein Freund. Ich bin immer noch verbrannt. Ich recover mich. Oh ja, zu Recht. Jetzt golde ich, weil ich denke, er geht auf den Substitute. Er kam mal ein tatsächlich. Aber er ist jetzt unter... Oh ja! Er ist jetzt unter 25. Und das sagt mir... Ich recover und lass ihn verbrennen. Ich recover nicht. Vergiss es. Aber was kannst du jetzt, Kumula? Du verbrennst jetzt einfach. Und ich kann dafür einen freien Dragon Dance rausbekommen. Und das ist schön. Weil ich kann ja auch roosten. Ich hoffe nur, er scoldet nicht mit dem Burn. Danke! Riskant, gebe ich zu, aber hey. Oh nein, du Oh. Oh. Soll ich's riskieren? Und nochmal Dragon Dance, um alles wegzumachen. Nein, weil dann kommt Xerox mit dem Bullet Heap rein. Nein, nein. Kein Bullet Punch. Bullet Punch. Bullet Heap ist. Bullshit-Gelaber. Ja, genau, dich kenne ich. Bullet Punch. Sollte ich wechseln? Nein, sollte ich nicht. Fuck! Ich wusste, bitte lass mich leben. Lol. Da gehe ich jetzt raus in Cookie. Swordstance, das Blöde ist, ich bin immer noch gescarft. Happy Hippo kriegt wieder Hälfte seiner Leben weg. Oh, sogar ein bisschen mehr. Aber ein bisschen mehr. Die Frage ist jetzt, soll ich in Opa Gicht gehen und Drain punchen? Hab ich... Nö, ich gehe auf Knockoff. Ich bin Opa Gicht. Ey! Das finde ich jetzt aber nicht so cool. So, er bleibt drin. Keine Leftovers. Tschüss. Ich habe gehofft, er geht in seine Fee. Ich kann dich nicht mit einem Rapid Spin killen, oder?
Dann gehe ich jetzt auf Poison. Nee, ist das resisted? Das ist die Frage. Ich gehe auf EQ, Rock Slide. Was mache ich? Rock Slide ist safe. Allerdings ist Poison Chip stärker. Und es reicht nicht. Nein, aber dumm, da hätte ich auch gerade spinnen können. Huh. Ich muss die Steinchen jetzt wegbekommen, dass ich in irgendwas wechseln kann, dass ich killen kann. Du bist so eine Bitch. So eine Bitch! Da war dumm von mir. Was kann ich tun? Das ist jetzt scheiße! Weil er schmeißt die Steinchen. Er schmeißt keine Steinchen. Keine Steinchen für dich. Hallo. Erstmal roosten. Mal rauskommt das Arschding. Und so gerne spiele ich, wie heißt auf dem Set? Feuersturm. Habe ich aber jetzt nicht. Hallo. LOL, okay. Das ist nicht cool. Drill überlebt das Reinwechseln nicht. Und Kumula ist kein Flug-Pokémon mehr. Das merke ich auch jetzt erst. Jetzt kann ich aber die dancen. Ja! Gehe ich jetzt auf ein Erdbeben? Oder Safe of Return? Ja, Safe of Return, das wird ja nicht resisted. Und ich kriege... Jetzt bist du natürlich wieder da. Und ich bin schneller. Ich glaube, das killt mich. Kannst du bitte Haare fahren? Ich mag das nicht. Ja gut, ich glaube, das war's. Hallo. Ich lebe. Ich lebe. Ah! Ah, nee!